Sie gehörten zu den Ersten, die dem Aufruf des ukrainischen Präsidenten Selenskyj an ausländische Staatsbürger, die Ukraine zu verteidigen, folgten. Kämpfer mit belarussischem Pass. Jeden Tag stoßen neue Rekruten dazu, wie der 26-jährige Jan Debejko, ein ausgebildeter Luftfahrtingenieur, der Belarus 2020 wegen seiner Teilnahme an Protesten gegen Machthaber Lukaschenko verlassen musste. Ich lebe seit Ende November 2020 in Kiew und habe mich hier eingerichtet. Ich hatte einen Job und Pläne für die Zukunft, aber dann kam der Krieg. In diesem Moment beschloss ich, hier zu bleiben. Ich habe bereits meine Heimat verloren, jetzt wird mein neues Zuhause zerstört. Deshalb bin ich der Kompanie beigetreten. Die Belarussen haben eine eigene Einheit und unterstehen dem Kommando der ukrainischen Armee. Auch Ivan, Codename Brest, kommt aus Belarus und hatte früher einen Vertrag mit der französischen Fremdenlegion. Nach Russlands Angriff auf die Ukraine konnte er sein normales Leben nicht einfach weiterführen, sagt er. Wie kann ich mich raushalten, wenn so etwas Schreckliches passiert? Wie kann ich zu Hause bleiben oder gar weglaufen, um mich zu schützen, wenn Unrecht und Terrorismus herrschen? Wie kann ich da keinen Widerstand leisten? Die belarussischen Kämpfer werden im Eiltempo vorbereitet und nach wenigen Tagen in Stellung gebracht. Sie sagen, das Schicksal von Belarus wird sich auch auf dem Schlachtfeld in der Ukraine entscheiden. Gewinnen sie hier, sind die Tage Lukaschenkos gezählt.